24. August 2017. Die Reise zum Mond und der Blödsinn mit der Raumfahrt. Wohl jeder weiß, was eine Sternschnuppe ist, und vielleicht wurde der Wunsch auch wahr, der geäußert wurde. Ist es eine klare Nacht, dann sieht man immer und immer wieder etwas am Himmel verglühen. Dieses sichtbare Verglühen setzt eine bestimmte Masse voraus, damit so viel Energie frei werden kann, wie nötig ist, um das Ereignis sehen zu können. Irgendwann könnte man sich dann die Frage stellen, ja, was verglüht denn da eigentlich? Und nehmen wir das menschliche Verschulden einmal weg, dann sind das Objekte, die durch den Raum reisen, weil sie der Teil einer Explosion eines Himmelskörpers waren. Wurde einmal begriffen, dass diese Objekte überall im Weltraum existieren, dann ist die Geschwindigkeit eines Raumfahrzeuges an ein System gebunden, das Kollisionsobjekte registriert und automatisch umfährt. Doch machen da kleinste Objekte schon große Probleme, auch wenn sie relativ zum Ort des Startes des Raumfahrzeuges die Geschwindigkeit Null haben. Ein Gewehrprojektil des Kalibers 7.62-51 mit 10 Gramm Gewicht und einer Geschwindigkeit von 800 Meter in der Sekunde trifft mit einer Energie von 3200 Joule auf ein Hindernis. Die 800 Meter in der Sekunde sind 3880 Kilometer in der Stunde. Die Formel ist E ist gleich V Quadrat mal M halbe. Wo M in Kilogramm und V in Metern pro Sekunde angegeben werden muss, um E in Joule zu erhalten. 800 Meter pro Sekunde zum Quadrat mal 0,01 Kilogramm geteilt durch 2 gleich 3200 Joule gleich 3,2 Kilojoule. Zur besseren Verdeutlichung von einem Joule müssen wir eine Lampe mit der Leistung von einem Watt eine Sekunde lang einschalten. Im Vergleich zu den Gewehrprojektilen wären das dann 3200 Watt eine Sekunde lang. Autoscheinwerfer mit je 60 Watt brennen mit einer Energie von 3200 Joule 27 Sekunden lang. Energie und Masse sind hier proportional. Das bedeutet eine Verdoppelung der Energie bei Verdoppelung der Masse. In der Beschreibung der Saturn-Rakete steht in Ablauf der Mondmission: Nach Brennschluss war das Raumschiff auf einer Geschwindigkeit von etwa 38.900 Kilometer in der Stunde. Das sind 10.805 Meter in der Sekunde. Ein Objekt wie unser Gewehrprojektil würde, den Raumschiff im Wege liegend, einen Einschlag mit 583.400 Joule bewirken. Verrechnen wir die 583.400 Joule mit einer Masse von 1.000.000 Gramm gleich 1.000 Kilogramm gleich ein Auto, dann entspricht das einer Kollision mit 123 Kilometer in der Stunde. Hier hat eigentlich alles schon ein Ende und man begreift, dass sogar die Fahrt zum Mond mit einer Gefahr verbunden ist, die einmal abgesehen von der Strahlung in jedem Moment tödlich sein kann. Die Preisfrage wäre nun, was die NASA denn da so macht, denn mehr als einen Satelliten aussetzen können die doch gar nicht. Also, Weltraummissionen sind nur begrenzt möglich und sie müssen unbemannt sein. Wer bei diesen Fakten noch ein Raumfahrer werden will, ist wohl nicht der Klügste. Und wer sein Leben lang nun lügen muss, weil er Dinge getan hat, die ihn hätten töten müssen, und Journalisten schlägt, weil sie ihn an seine Lügen erinnern, der ist schon eine verdammt arme Sau. Bringt man die Dinge auf den Punkt, dann ist nicht nur eine Fahrt zum Mond Unsinn, sondern die Raumfahrt selbst. Und wer da immer noch weiter spinnt mit Raumfahrtmissionen ins All, der sollte sich allen Ernstes mit den Begriffen Fakt und Realität befassen. Realität ist auch, dass Bilder, wenn nicht gefälscht, eigentlich die Wahrheit sagen. Doch sehen viele Menschen die Fakten der Bilder nicht, wenn sie gleichzeitig mit lügenden Kommentaren beeinflusst werden. So ist ein unkommentierter Blick auf die Oberfläche des Mondes ein Blick in die Vergangenheit, die von Einschlägen kleiner und großer Objekte zeugt. Was als logische Konsequenz einen zum Mond fahrenden Raumfahrer zum geistig Behinderten macht, weil er nicht bis drei zählen kann. Wenn Sie eingesehen haben, wie tödlich das Verlassen der Erde sein kann und dass kleinste Objekte hohe Reisegeschwindigkeiten gar nicht möglich machen,
dann haben Sie auch begriffen, dass Sie stetig nur belogen und betrogen wurden und werden. Werner von Braun muss das gewusst haben, doch ein zweites Mal auszusteigen war wohl nicht mehr möglich. Ich nehme an, dass seine Zuständigkeit mit der Zündung und dem Ausbrennen der letzten Stufe endete, die den oberen Teil seiner Trägerrakete auf Reisegeschwindigkeit bringen sollte. Nach meinem Archiv und somit meines Wissens wurden verloren gegangene Raumfahrzeuge nie im Zusammenhang mit Kollisionen gebracht. Kollisionen mit Objekten, die so klein sind, dass kein Radar sie erfassen kann. Stattdessen werden andere Gründe erfunden, um die Wirklichkeit zu verschleiern. Die Apollo-Missionen zum Mond haben ein Zeitalter der Manipulation der Massen eingeleitet, was bis heute angehalten hat. Und wo das Lügen und Betrügen einfach kein Ende nehmen will, weil gegen Dummheit kein Kraut gewachsen ist und die Glotzegläubigen doch alles genau gehört und gesehen haben wollen. Die Mondfähre im Landeanflug. Der Film und das Foto sollen also vom Adler aus gemacht worden sein. Was wir sehen, ist die unter dem Adler fahrende Columbia. Der Film ist mit jedem einzelnen Bild einmalig, bis ein Bild des Filmes sichtbar mit dem Foto übereinstimmt. Ich habe das Bild des Filmes, der fahrenden Columbia, in das Foto gelegt. Der rechte Krater liegt auf gleicher Ebene wie die Columbia. Also müssten sich Foto und Bild übereinander legen lassen, was jedoch nicht möglich ist. Die Abstände in der Senkrechten stimmen nicht und die in den roten Kreisen liegenden Krater sind in der Waagerechten verschoben. Das veröffentlichte Foto macht so den Film und das Foto zur Fälschung. Denn selbst bei der schlechten Qualität des Filmes müssten die Krater am richtigen Platz liegen. Was mir schon immer gegen den Strich gegangen ist, ist die Aussage von Buzz Aldrin. Wir waren ja im Namen der Menschheit dort. Wo ist dort? Er wusste genau, warum er nicht Mond gesagt hat. Können Sie in Gesichtern lesen? Nein? Dann versuchen Sie das jetzt einmal. Das waren die Rückkehrer vom Mond. Es ist schon schwer, seine Seele für eine Lüge zu verkaufen. Herbert Stahlkopf. Ende.